Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute soll es hier um das Thema Existenzangst gehen. Wie kann diese überwunden werden? Wo kommt sie her? Was hat es mit dir oder mit der Welt zu tun letztendlich? Und mein Name ist Nils Sturius. Ich bin Experte, wenn es darum geht, Ängste zu überwinden, loszuwerden und das Ganze schnell und nachhaltig vor allen Dingen. Und wenn man sich das Thema Existenzangst anschaut, dann sollte man zuerst einmal das Wort zerlegen, und zwar in Existenz. Was ist Existenz? Ist natürlich die Lebensgrundlage. Was bedeutet, dass du genug Nahrung hast, die zu sich genommen werden kann? Und Angst an sich, was ist eine Angst? Eine Angst ist immer ein Gefühl, was ein Mensch in gewissen Situationen erlebt. Da reden manche Menschen auch nicht gerne drüber. Viele Menschen wissen auch gar nicht, dass sie eine Angst empfinden. Sie haben dann eben Bluthochdruck oder ständige spitzige Hände etc. oder sind innerlich nervös oder unruhig und so weiter. Ja, und ich möchte das Thema Existenzangst aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten und vor allen Dingen auch eine Handlungsanweisung geben, wie sie überwunden werden kann. Also der erste Schritt ist zuerst einmal besonders wichtig, dass du begreifst, dass diese Angst niemals im Außen existiert, sondern die Angst entsteht immer in dem Menschen selber. Ja, das kannst du dir so vorstellen. Das ist jetzt das System Mensch, und das System Mensch besteht natürlich aus einem Gehirn. Ja, das Gehirn ist das Steuerorgan, welches im Prinzip den ganzen Körper steuert. Ja, natürlich auch die Gefühle, wie das Herzgefühl oder natürlich auch das Bauchgefühl. Ja, und dann prasseln tagtäglich viele, viele Millionen Informationen auf uns ein durch die Wahrnehmung. Woraus besteht die Wahrnehmung, die auf uns einprasselt? Das ist das Sehen. Wir sehen gewisse Situationen. Wir hören etwas. Wir unterhalten uns, verarbeiten Informationen über die Sinne. Wir spüren etwas. Wir fühlen etwas. Natürlich bei der Angst ist dieses Gefühl der Angst ist natürlich kein schönes Gefühl. Das ist jedem klar, der es schon einmal erlebt hat. Besonders wenn es sich bis zur Panikattacke steigert. Ja, und diese ganzen Informationen, die prasseln auf uns herein, die verarbeiten wir über das Gehirn, über die Sinnesorgane, und das löst letztendlich in unserem System gewisse Gefühlsregungen aus. So, wie setzt sich jetzt unser System Mensch auf einer weiteren Ebene zusammen? Und zwar können wir das so zusammenfassen, dass jeder Mensch eine Ebene des Denkens hat. Denken. Jeder Mensch hat die Ebene des Fühlens. Fühlen. Und wir alle konstruieren daraus ein Handeln. Also das, was wir tun und machen. Ja, das ist ein Kreislauf, der immer wieder in uns abläuft, der natürlich auch so gehen kann oder so, weil das Fühlen kann gewisse Handlungen auslösen oder das Handeln kann gewisse Gedanken auslösen, worüber wieder ein bestimmtes Gefühl entsteht. Und diese Ebenen letztendlich, die beeinflussen sich permanent gegenseitig. Ja, das geht in jede Richtung, so oder so oder so, ja, oder so. Ja, diese Ebenen beeinflussen sich gegenseitig, und in einem gesunden System ist hier alles im Fluss, da funktioniert das, da kann man auch mal eine Angst erleben, aber die Angst, die wird mich im Handeln nicht abhalten, oder auch wenn ich dann mal eine Angst habe, dann entstehen die Gedanken in einem gesunden System dazu, dass ich mir das eben trotzdem zutraue und dann eben das gewisse tue, was dann eben wichtig ist letztendlich. Und das hat auch viel mit inneren Strategien
Taktiken zu tun, die ich erlernt habe im Leben etc. Wenn wir jetzt diese Existenzangst haben, ja, dann wird die Existenzangst oder die Angst an sich als blockierendes oder hemmendes Gefühl, ja, dass die Gefühle eben blockiert werden, also auch eben die positiven Gefühle oder dass ich gewisse Handlungen nicht durchführe, also was eben bedeutet, ja, es müssten halt als Unternehmer zum Beispiel Telefonate gehalten werden, es müssten Auftraggeber angerufen werden und so weiter und du machst es einfach nicht oder sie machen es einfach nicht und bleiben in dem stecken, weil einfach dieses Angstgefühl da ist und den Menschen letztendlich davon abhält. Und das ist natürlich sehr, sehr geschäftsschädigend und kann dazu führen, dass natürlich gewisse Auftraggeber oder Kunden, Klienten etc. dann auch abspringen oder dann eben auch spüren, dass da gewisse Ängste einfach da sind. Ja, oder eben auch das Denken kann blockiert werden. Es kann eine Betriebsstörung im Denken sein, dass ich eben das Falsche glaube über mich selber oder über die Welt. Und die große Frage ist ja letztendlich, wie schaffen wir es, das Angstgefühl aufzulösen oder mit der Angst generell umzugehen? Und das würde ich jetzt gern im nächsten Themengebiet behandeln. So, okay, ja, wie werden jetzt diese Existenzängste oder wie kann man Angst wieder loswerden, auflösen? Und zwar ist es da zuerst einmal wichtig, wieder zu verstehen, dass wir Menschen uns aus zwei Denksystemen zusammensetzen. Einmal aus dem Bewusstsein und einmal aus dem Unterbewusstsein. Hier zwischen ist quasi die Schwelle, was bedeutet, dass wir unterbewusste Emotionen verarbeiten, Emotionen haben, die in uns wirken, tagtäglich, jede Stunde, jede Sekunde, die uns aber bewusst nicht zugänglich sind, weil jetzt gewisse Filter dazwischen liegen, die es unmöglich machen, diese ganzen Informationen, die hier verarbeitet werden, wahrzunehmen. Das Bewusstsein an sich ist das Zahlen-, Daten-, Faktendenken. Zahlen, Daten, Fakten. Da können wir mit analysieren, ja, da können wir die Sprache, die sich im Bewusstsein entwickelt, aus den unbewussten Gefühlen heraus und so weiter und so fort. Das Bewusstsein ist das Denken letztendlich, ne? Also das, was in deinem Kopf abläuft, die Gedanken und das Unterbewusstsein, ja, da sind die Emotionen drin verankert. Ja, das ist die Trauergefühle, das sind Wutgefühle und das sind natürlich die Angstgefühle. Ja, also Angst generell, Angst ist ein Grundgefühl, das hat jedes Lebewesen, weil wir ohne Angst gar nicht leben könnten. Und so gehört diese Angst natürlich, ist ein Teil von uns. Also wir können, ohne Angst ist es unmöglich, ein gutes Leben zu gestalten. Und deswegen gehört sie dazu. Die Frage ist nur, an welchen Stellen wirkt sie eben so, dass sie unser normales Vorankommen behindert oder verhindert. Und da können wir ja natürlich sagen, bei Unternehmern und Selbstständigen eine Existenzangst, die permanent da ist, die kann auf der einen Seite als Antrieb wirken, aber die kann auch wirklich als Hemmung, ja, als großes Hemmnis oder als große Blockade wirken. Und letztendlich muss man sich fragen, ist das jetzt eine gesunde oder ist das eine ungesunde Angst? Und meistens ist es eben ungesund. Weil wenn ich abends zum Beispiel nicht mehr in den Schlaf finde, weil mein Kopf immer noch so aufgewühlt ist und ich mich mit irgendwelchen Dingen beschäftige, wie ich mein Geschäft wieder am Laufen halte, wo der neue nächste Kunde herkommt und so weiter und so fort. Ja, das ist ja unbegründet, weil wenn du nicht schläfst, dann hast du keine gute Erholung, dann ist dein System nicht im Gleichgewicht. Das wirkt sich wieder auf den nächsten Tag auf. Das spüren deine Kunden, das spüren deine Klienten, dass du nicht relaxed bist, dass du nicht entspannt bist, dass du ständig unter Strom stehst.
Und diese Angst brauchen wir nicht. Ja, also die Angst, die muss weg, weil das natürlich diesen normalen, guten Lebensfluss oder den Rhythmus an sich durcheinander bringt. Doch woran liegt es denn eigentlich, dass diese Existenzangstgefühle überhaupt da sind? Ja, das kann viele, viele verschiedene Ursachen haben. Manchmal ist es so, dass wir im Heranwachsen eben gewisse Erfahrungen machen, in Verbindung mit Situationen aus der Kindheit oder aus der Schwangerschaft heraus, dass die Mutter beispielsweise Angstgefühle erlebt hat, die dann über die Nabelschnur sozusagen mit auf das Baby übergegangen sind. Manchmal sind es aber auch ganz einfache kleine Situationen, die wir im Heranwachsen mitbekommen haben, erlernt haben. Und das können sein, das können Verbote sein. Ein Verbot, also beispielsweise, dass das Kind sich entfalten wollte, dass es hinausgehen wollte in die Welt, dass es selbst vergessen die Welt erkundet hat. Und dann kamen die Eltern und haben gesagt, ja, du, jetzt aber erst das und das machen, und haben quasi diese natürliche Entwicklung in dem Moment verboten und dort eine Hemmung auferlegt. Ja, und wenn das Kind kann das an sich ja noch gar nicht in dem Alter reflektieren, das begreift und weiß ja noch gar nicht, was da los ist, und ist ja existenziell von den Bezugspersonen abhängig, ja, und wenn es dann im Heranwachsen nicht reflektiert wird, nicht aufgearbeitet wird oder diverse Verbote eben doch immer wieder ausgesprochen werden, dann kann das natürlich als grundsätzliches Gedankenmodell in das Leben herausgetragen werden und eine Art der Persönlichkeit herstellen letztendlich. Und wie lösen wir jetzt eine Existenzangst auf? Ist natürlich, dass wir uns auf der bewussten Ebene mit solchen Verboten wieder auseinandersetzen und fragen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, dass das in uns wirkt. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Methoden und Techniken, um dort letztendlich hinzukommen. Und diese Verbote, das können Gebote sein, Aufträge, Delegationen, Aufträge kann ich nochmal hinschreiben. Ja, Hemmungen, Delegationen und so weiter und so fort. Es können traumatische Erlebnisse sein, das können seelische Überlastungen sein, innere Konflikte, manchmal auch eine Trauer, die nicht richtig verarbeitet wurde. Ja, ich habe da schon ein paar Mal, dass wirklich ein Haustier betrauert noch wurde im hohen Erwachsenenalter, ne? Und eben diese Dinge können dazu führen, dass wir die Existenzangst uns als Inhalt letztendlich suchen, obwohl auf der unterbewussten Ebene etwas ganz anderes damit in Verbindung steht. Und das Schöne ist, wir können das zu jedem Zeitpunkt im Leben wieder umformen, uns verändern, die Persönlichkeit dementsprechend anpassen und dann wirklich, wirklich frei werden. Und wenn du jetzt vielleicht wissen möchtest, wie sich das bei dir verhält, wie du in die Lebensfreude kommst, wie du frei wirst, angstfrei, auch frei von der Existenzangst, dann kannst du einfach jetzt hier unter dem Video Kontakt mit mir aufnehmen, ein Gespräch buchen, und wir können besprechen, wie ich dir helfen kann, dass du dein Leben ohne eine Angst oder ohne eine Existenzangst realisierst. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und ich grüße dich, dein Nils. Ciao.